Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zum Let's Play The Escapists. Yeah. So, nach dieser wirklich unglaublich tollen Einleitung, kommen wir heute zum Wesentlichen. Wir brauchen Klebeband. Klebeband, Klebeband, Klebeband. Das ist schon mal scheiße. Das ist, oh. Aber ganz ehrlich, da spare ich mir lieber das Geld. Weil wir haben, obwohl, auch für alles brauche ich Klebeband. Und wenn ich die kaufe. Wobei, müssen wir überhaupt noch einkaufen, einen Schraubenzieher? Wir haben noch oben einen. Ich glaube, da reicht volle. Wir brauchen auf jeden Fall eine Zange. Und die haben wir zwar auch. Aber ich glaube, die wird nicht reichen. Das heißt, wir brauchen ganz viel Klebeband. Wobei, uns fehlt ja immer noch Klebeband für die erste Zange. Also von daher müssen wir heute leider ganz, ganz viel uns zusammenschlagen lassen. Ich arbeite mich am besten von oben rechts nach unten rechts. Halt einmal in einem U-Bogen. Das ist schon mal kacke. Oder kommt schon der erste? Oh, ich hätte fast gewonnen. Nice. Leider müssen wir das jetzt hinter uns gehen lassen, weil entweder warten wir jetzt echt jahrelang, bis wir den jemand kaufen können, oder wir lassen uns ein paar Mal zusammenschlagen. Das passt ja schon. Auch wenn wir kein Klebeband bekommen. Nein, nicht, nein, oh, das war knapp. Toilettenpapier haben wir auch gebraucht, ne? Ich komme gleich wieder. Chill mal. So, einmal Klebeband haben wir tatsächlich. Hm? Okay, schlag mich zusammen. Komm, tu es einfach. Ach, Maugau. Ich weiß nicht, ich habe so das Gefühl, dass dieses Gefängnis ein bisschen verbuggt ist. So. Arif. Danke. Gehen wir mal hier rein. Ah, ist es doch nicht wahr. Komm, schlag mich zusammen. Maugau, heute hast du es auf mich abgesehen. Ich weiß schon. Da prüft er noch die Kameras. Ah, oh. Ich brauche nur noch ein paar Mal Klebeband. Wisst ihr noch, als wir diesen geilen Lauf hatten, wo wir nur Klebeband bekommen haben? Das war schön. Aber die Zeiten sind vorbei. Die Armbanduhr ist auch nicht schlecht. Toilettenpapier. Ja, komm. Ach, diesmal ist es Nugget. Hoch, Nugget. Du hast es ganz schön drauf, Alter. Ich habe mich ziemlich zusammengeschlagen. Wobei, ich hatte nicht mehr so viel Leben, ne? Stimmt ja. So, das ist meine Butze. Das ist schon ein Wärter. Ja, Folie ist auch nicht schlecht. Folie ist auch nicht schlecht. Ich weiß noch nicht, wo ich alles unterbringen soll. Bitte nicht zusammenschlagen. Nein. Oh, er ist wieder abgehauen. Nein, ich will nicht die Zahnbürste. Ich habe saubere Zähne. Aber das war falsch. Bin schon weg. Okay. Haben wir etwas nicht Illegales? Tinte. Wie soll ich denn alles unterbringen? Ich glaube, ich muss gleich kurz mein Zeug wegbringen. Eigentlich müsste ich alles oben lagern. Eigentlich. Problem ist nur, ich brauche Klebeband, um das Loch dann zu verdecken. Ich glaube, die Kamera wird mich verraten. Wir werden es am nächsten Morgen testen, ob die Kamera mich verrät, wenn ich das Gitter abmache. Das ist doch mal ein guter Test. Ein recht sinnvoller, muss man dazu sagen. Ich darf die Nunchucks eigentlich noch gar nicht nehmen, ne? Ich könnte schon mal ein bisschen Folie zusammenbasteln. Was? Ja. Wow, wunderschön. So. Das war doch das hier, oder? Oh. Alter, jetzt geh doch ganz nach links. Ich hoffe, mich zu nerven. Oh. 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 Ich dachte, zweimal Folie ergibt ein Blech. Ich glaube, das war nicht zweimal Folie, oder? Ich glaube, das war eher zweimal Pappmaché. Ah. Wisst ihr, was ich vergessen habe? Klebstoff. Klebstoff müssen wir auch mitnehmen für Pappmaché. Ist ja schön, dass ich, schön gut, dass ich Toilettenpapier mitgenommen habe, aber es bringt mir alles nichts. Wisst ihr was? Wir nehmen erstmal das ganze illegale Zeug mit. Beziehungsweise hier machen wir erstmal Streben draus. Wir werden sowieso noch ein bisschen buddeln. So. Arbeiten wir erstmal ein bisschen effektiv heute, ne?
Heute wird richtig geschuftet, Freunde. Heute wird richtig geschuftet. Heute wollen wir vorankommen. Nicht mehr hier die ganze Zeit Pillepalle, ne? Hier wird hier fett gearbeitet. So, die Nagelfeilen. Kann ich eigentlich schon mal eine herstellen, ne? Spart alles Zeit. Und Ressourcen. So. Illegalen Beutel haben wir in Runde Ende. Ja gut, damit können wir illegale Beutel herstellen, aber ich meine, hey. Was soll ich damit? So, nehmen wir das mit. Alles, was wir oben brauchen, nehmen wir jetzt mit. Toilettenpapier brauchen wir noch nicht oben. Das Blech könnten wir oben gebrauchen. Achso, könnte ich gar nicht tragen, ne? Okay. Zack. Erstmal alles ablegen, was wir hier brauchen. So, ich habe ganz vergessen, dass wir Toilettenpapier brauchen. Und Kleber. Das ist echt dreckig. Gut, wie viel Prozent haben wir hier noch? 40. Einmal hoch und runter dürfen wir noch. Eigentlich ist es nur dafür gedacht, dass wir runtergehen, ne? Aber zum Schmuggeln ist das halt sehr gut geeignet. Das Problem ist nur, wir brauchen Klebstoff und den ganzen Kram. Oder... wir warten, bis es Nacht ist. Es kann sein, dass die eine Zange, die wir oben haben, reicht, um die Kameras auszuschalten. Und somit hätten wir dann schon mal den Vorteil, dass wir den Strom abstellen können. Das macht alles wesentlich einfacher. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Trainieren wir lieber ein bisschen noch. Halt Intelligenz, ne? Ganz wichtig, Intelligenz. Ich will nicht, dass irgendwas schief läuft. Ihr darf nicht schief laufen, Freunde. Wenn ich zu viel Intelligenz verliere, ist es auch ein bisschen blöd. Ich muss echt fast sein bei den ganzen Kollegen, oder? Die müssen mich echt hassen wie die Pest. Ne, Pahü? Du magst mich auch nicht. Keiner mag mich. Nicht mal meine eigenen Leute. Ja, mittlerweile doch. Mittlerweile mögen mich auch. Komme gleich, keine Sorge, ich habe noch Zeit. Ich habe noch Zeit. Einmal geht noch. So. Da bin ich schon. Oh, wer ist denn da? Snob. Alter, hört auf, ihn zu beklauen. Das ist nicht nett. Ich will ihn beklauen. Oder stellen wir doch irgendwie einen Schlüssel her, um irgendwo rauszugehen? Ich finde, Schlüssel zusammenbasteln, das ist viel zu simpel und viel zu einfach. Also, falls ihr euch wundert, warum ich nicht die einfachen Dinge nehme, die sind mir einfach zu einfach. Ich möchte einen guten Plan haben, der nicht jeder macht. Einfach nur ein klasse Plan. Das ist der Plan. Ja, der Plan ist ein Plan, Freunde. Weil Plan B ist der Masterplan, Leute. So, was wollte ich machen? Dann duschen. Hallöchen. Runzee. Talkumpulver. Ja, gut, hey, komm. Lass stecken, Kollege. Lass stecken. Ich könnte natürlich einen roten Schlüssel holen, dann wäre ich schon mal am Zaun. Den Zaun muss ich ja platt machen. Frage ist nur, wenn ich den Zaun ersetze durch einen Pappzaun. Merkt man das, weil er ja keinen elektrischen Strom leitet? Das ist die Frage. Ich will auch laufen. Ja! Ich darf laufen. Bisschen Wunder. Wie viel Tempo haben wir eigentlich? Ah, 65, da geht noch mehr. Ich will auf 100. Alles auf 100, Freunde. Das gehört zum Plan. Wir müssen schnell sein. In diesem Gefängnis müssen wir wirklich schnell sein. Vor allem das hier ist... es ist das... härteste Gefängnis aus dem normalen Spiel. Als dieses kommen ja die ganzen DLCs bzw. Add-ons. DLCs sind eher Story-Erweiterungen für mich und Add-ons sind halt wirklich mehr so Standalone und das sind halt die nächsten Gefängnisse. Im nächsten Gefängnis ist das so, dass wir tatsächlich nur zu viert sind. Das heißt, ich hoffe, ihr werdet euch nicht Köpfe einreißen, wenn wir die Insassen wählen, weil einer der vier bin ich. Das heißt, drei sind übrig. Bleibt nicht viel übrig für euch. Leider. Aber dafür sind ganz, ganz viele Wärter da. Und Wärter kann man bestimmt auch gerne machen, ne? Dum, 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 dum. Wir werden jetzt erstmal handeln. Bitte hat jemand Klebeband. Das wäre echt nice. Alter, habt ihr immer noch den gleichen Scheiß oder was? Legt euch mal ein neues Inventar zu. Alter. Ja, das Stufenleiter brauche ich nicht. Aber irgendwie muss ich doch Stufenleiter alleine basteln können, oder? Ich wüsste nicht, wofür ich die brauche. Huch! Wer liegt denn da? Erik!
Ach Leute, warum? Gib mir was Vernünftiges. Dich brauche ich. Nur für den Fall der Fälle. Eventuell könnte ich den einen oder anderen Wärter zusammenschlagen, um die Sachen zu klauen, ne? Könnte sein, dass er irgendwas Nützliches dabei hat. Weil Wärter haben ja auch manchmal Loot dabei. Schade, dass wir das nur nicht vorher sehen können. Wenn ich sehen könnte, was für ein Loot die dabei hätten, dann hätte ich mir einfach wie ich aussuchen können. Oh, das Leben ist nicht einfach, Freunde. Das Leben ist nicht einfach. Und vor allem, die Läden kriegen kein neues Inventar, beziehungsweise der hier neues Inventar, aber die anderen haben irgendwie... Doch, die anderen haben auch neues Inventar. Aber wieder eine Brechstange. Oder ein Brecheisen. Das war dasselbe, oder? Brechstange, Brecheisen? Googelt das mal für mich. Würde mich mal interessieren. So, Abendappell. Wir machen einen auf... den hier. Und zack. Und dann werden wir oben ein bisschen arbeiten. Wir wollen vorankommen. Auch wenn die Folgen ein bisschen länger werden. Damit müssen wir alle leben. So, ein Reihe und Glied. Haben wir es perfekt geschafft? Ich weiß es nicht. Ich glaube, nee, das war, glaube ich, zu weit runter. Nee, zu weit. Ich schaff das nicht genau. Ha! So. In Reihe und Glied, Freunde. In Reihe und Glied. Obwohl, ich glaube, ich bin ein Stück weiter zu rechts, ne? Ey, ist auch egal. Scheiß drauf. Dann stehe ich hier mittendrin. Versuche einfach den Fallout-Boy zu imitieren. So, wenn das dann alle ins Bett gehen, gehen wir nach oben. Das ist doch überhaupt gar nicht auffällig. So. Enterhaken haben wir hier. Ach, scheiße. Seil, ne? Seil. Das ist jetzt ein bisschen bitter. Ich habe natürlich kein Seil am Start. Moment, brauche ich überhaupt ein Seil? Es ist... Wir können jetzt noch nicht rausgehen, oder? Können wir. Ja, wenn wir darüber gehen, ganz ehrlich, dann kommen wir nicht mehr zurück. Ah, ich hätte ein Seil vorbereiten sollen, aber wir testen mal, ob wir so schon rüberkommen. Nee, wir brauchen ein Seil, um darüber zu kommen. Super, ich könnte mir schnell ein improvisiertes Seil bauen, aber ich komme nicht mehr in die Zellen der anderen rein. Habe ich ein Seil hier irgendwo gelassen? Was habe ich mit meinem improvisierten Seil gemacht? Ich glaube, ich habe es verschenkt, oder? Ich habe es definitiv verschenkt. Ach, hier haben wir noch Klebeband. Stimmt, das haben wir hier deponiert, ne? Oh, oh, 40%. Das heißt, das löst sich auf, wenn wir dann... Oh. Ich darf da nicht runtergehen. Das löst sich auf. Fuck. Ich kann gar nichts machen ohne neue Gitter. Wir müssen erstmal neue Gitter produzieren. Oder ein Seil. Ein Seil wäre natürlich episch. Na gut. Alter, ich denke jedes Mal, die sind hier oben. Weil das Licht da durchstrahlt. Wir haben leider keine andere Wahl. Hier liegt ja zwar sämtliches Zeug herum, aber nichts, was wir wirklich gebrauchen können. Vor allem, mein Gitter sieht ein bisschen falsch aus. Naja, ich bin zu Hause. Seil. Wir machen uns ein improvisiertes Seil. Ich hoffe, das funktioniert auch. So. Heute bei Wir testen. Okay. Das war der erste Test. Ich möchte gerne noch einen zweiten Test machen mit euch. Denn wir sind ja gerade sehr früh aufs Dach gestiegen, ne? Haben wir Sniper? Haben wir hier keine Sniper? Ist das möglich? Das würde nämlich uns viele Vorteile verschaffen. Dass wir tagsüber hoch könnten und da zum Beispiel Ressourcen aufbewahren könnten. Eigentlich können wir überall Ressourcen aufbewahren, ganz ehrlich. So, ich bin aber weg. Tschüss. So, zack. Dann müssen wir auf jeden Fall ziemlich viel Pappmaché herstellen. Aber vorher organisieren wir uns das Seil, damit wir auch wirklich... Okay, hier sind Sniper. Ich springe mal hier runter, ne? Hui! Was haben wir denn hier? Autsch. Okay, das tut weh. Aber zumindest können wir hier runterspringen und uns hier ein bisschen umsehen. Wobei, ich kann mich auch so umsehen. Ich habe ja diesen Bug. Okay. Durch Büsche können wir übrigens nicht durchlaufen. Hallo, Kollege. Wie geht's dir denn? Ich war während des Appells nicht da und niemand hat mich gesucht. Das halte ich für ein Gerücht. Vor allem, ich komme jetzt nicht mehr zurück. Das ist auch nicht schlecht.
Oh, das könnte wehtun. Das ist eine verdammt dünne Mauer, Freunde. Und vor allem hier ist keine Sau. Ach doch, da. Ja, ich kann nichts machen. Ich kann doch nichts machen. Ich komme doch nicht zurück. Was soll ich denn tun? Ich kann mich verprügeln lassen. Stimmt. Will mich jemand verprügeln? Das wäre echt cool. Oder ich laufe hier einfach gegen. Ist los. Vor allem, ich könnte, wie mich einfach hier ignoriert, ich könnte hier einfach rüberbuddeln und dann wäre ich auf der anderen Seite. Aber ich glaube, da kann ich gar nicht durch die Mauer, oder? Das müssen wir testen. Aber von wo aus? Ob das von hier aus geht? Problem ist, sobald ich durchsteige, sieht mich ja die Kamera. Es sei denn, ich schalte sie vorher aus, gehe runter. Platziere die Treppe. Das ist schwer. Ich könnte genau da graben, wo der Typ gerade steht. Aber ich glaube, dass die Wärter da in diesen Raum reingehen. Ich glaube, ich habe die schon mal da drinnen gesehen. Nee, durch die Doppelmauer kommen wir nicht. Das hatten wir beim letzten Mal schon, ne? Stimmt. Das haben wir im letzten Gefängnis haben wir schon mal getestet. Wollt, wie ich hier draußen rumlaufen darf? Guckt's euch an. Das stört hier einfach niemanden. The fuck? Das ist ja weird. Das ist richtig seltsam. Moment mal. Da kommen wir doch easy hin, ne? Also, da in den Raum, den ich euch gerade zeige. Da kommen wir easy hin. Von da aus könnten wir graben. Ich komme anders nicht rein. Leider sind meine Nunchucks weg, aber pfeife ich drauf. Da pfeife ich drauf. Okay, mir fehlt noch ein bisschen was. Dude, bleib stehen, Bianca. Folie und so ein Kram, ne? Seil. Da das Tuch hier immer noch liegt, nehme ich mit. Ich will nur die Decke, danke. So, was war das? Waren das zwei Decken, ja. Oh, ich glaube, die Betttücherseile sind nicht so geeignet dafür, da durchzugehen, oder? Ja, shit. Oh, scheiße. Das ist jetzt ein bisschen schlecht. Das ist jetzt ein ganz bisschen schlecht. Aber ich wäre nicht Zero, wenn ich keinen Masterplan hätte. Macht euch mal keine Sorgen. Wobei, Masterplan ist ja wohl zu viel gesagt. Wir nehmen das hier mit. Die Folie wollte ich ja nicht mitnehmen. Und ich habe gerade realisiert, dass... ist gut. Ich habe gerade realisiert, dass mein Controller fast leer ist. Ich müsste ihn nach der Folge aufladen. So. Aber ich muss eigentlich zum Appell, ne? Ich komme wieder. Reingeschmuggelt. So, Nachmittagsfreizeit. Hallo Tau, hast du was zu verkaufen? Tau? Was? Was soll ich alle? Ihr wollt euren Scheißbrecheisen, ne? So. Hey, komm doch mal raus da. Du. Ich hab nichts gemacht. Okay, die Waffe schnappe ich mir mal, dann lege ich das beides zu dir rein. Ich transportiere einfach mit den Kollegen hier. Oh, drüber da. Sehr schön. So, da wir sowieso in der Testphase sind, gehen wir mal aufs Dach. Gucken mal, ob das Betttuchseil funktioniert. Es ist eine Komponente. Wofür ist das eine Komponente? Es geht, okay. Es geht. Ich treffe mich nicht. Sehr schön. Betttuchseil geht. Kann ich das wie ein normales Seil verwenden? Ich würde gerne wieder runtergehen. Das wäre schon mein Wunsch.
Wir behalten mal die Waffe, falls wir wieder was schmuggeln müssen. Ich hab jetzt keinen Bock mehr, die ganze Zeit irgendwelche Sachen herzustellen, nur um zu schmuggeln. Nehme ich lieber einen Wärter. So, ich komme schon. Macht euch keine Sorgen. Ja, ich bin schon da. So, machen wir mal auf 100 hier. Wer von euch mag mich nicht so? Achso, okay, es ist vorbei. So, dann haben wir jetzt das Seil. Damit kommen wir jetzt zum Generator. Den Generator können wir dann endlich abschalten. Ich will auch was zu essen haben. Und dann können wir die Zellen durchsuchen. Wir müssen halt nur gucken, wie lange wir das können. Aber das werden wir schon sehen. Das werden wir schon sehen. Aber leider erst morgen. Das tut mir schon fast leid. Was hast du denn so schönes, King Julian? Hat ja echt kein Schwein Klebeband. Regt mich auf. Ich hoffe, ich brauche keine Zangen mehr. Gehen wir mal zum Duschen. Das Gute ist, sobald alle schlafen gehen, gehen wir einfach hoch. Und während der Zeit, wo wir oben sind, gibt es ja keine Scheinwerfer. Eigentlich müssten wir nicht mal den Kletterhaken mitnehmen, ne? Fällt mir gerade ein. Wir können ja einfach jederzeit sterben. Dann können wir aber nicht abspeichern. Apropos abspeichern, ich darf nur noch einmal runtergehen. Und ich habe kein Gitter. Das heißt, ich muss höchstwahrscheinlich wieder durch die Wärter gehen. Was sehr weh tut. Ich will kaufen. Seil will ich mich verkaufen. Brauche ich nicht mehr den Scheiß. Na komm, gib mir ein paar Likes und ich gehe mal kurz die Puppe platzieren. Wir schummeln uns schon wieder irgendwie ins Haus, also macht euch da mal keine Sorgen. Es tut mir übrigens leid, dass einige von euch ohne Decke jetzt schlafen müssen. Aber es dient für den guten Zweck und ich verspreche euch, ich hole euch raus. Das meine ich ernst. So, Inspektionen sind bei Miso und Runsay. Ja, ich bin irgendwie selten dran. Ein Idiot ist während der Nachtruhe noch umgeschlichen. Ach, ich war das nicht. So. Dann wollen wir mal auf zur Arbeit, Freunde. Auf zur Arbeit. Ach. Das würde ich gerne noch beseitigen, die ganzen Teile, die im Weg stehen. Das wäre schon ein Wunsch. Jetzt habe ich die Zange nicht mitgenommen, ne? Okay, wir können die Zange noch einmal reparieren für den Fall der Fälle. Das heißt, das ist gar, oder richtige Schneider, den Schneider reparieren. Und dann ist finito. Okay, ich sehe schon, wo das Problem ist. Ich hoffe, das sieht niemand, dass ich das hier mache. Scheiße, die gehen in den Raum da unten rechts, ne? Fuck. Okay, ich bin gespannt, ob sie das hier sehen. Das ist doch nicht euer Ernst. Okay. Ich kann theoretisch hier auf die andere Seite. Kletterseil. Das ist jetzt nicht dein fucking Ernst, oder? Warum? Das gibt's doch nicht. Warum ist das Seil hier? Ich hätte mich da gleich durchbauen müssen. Naja, egal, komm. Mehr Mobilität für uns. Das ist doch nicht dein Ernst, ey. Ich bin ja schon in diesem Raum. Ich bin ja schon in diesem Raum. Ich hätte einfach nur hier durch die... Oh, okay. Okay, da wäre ich nicht durchgekommen. Das hätte mich sehr geärgert, weil hier ist eine unsichtbare Mauer. Ich kann da gar nicht hinlaufen. Okay, noch mehr Bugs. Schön, gefällt mir. Schauen wir uns noch ein bisschen um.
All diese Lichter, ne? Gar nicht irritierend oder so. Was bringt das hier alles? Ist doch nichts. Hier kann ich runterspringen, das bringt mir aber so... Jetzt nicht gar... Oh, gar nichts. So. Oh. Oh. Oh, seht ihr das da? Wir können da runterspringen. Wir können da also runterspringen. Das Ding ist jetzt, eigentlich darf ich nicht speichern. Eigentlich darf ich nicht speichern. Weil wir haben jetzt, ja. Wir haben jetzt dummerweise das hier aufgemacht. Ich weiß nicht, ob die das sehen, da tagsüber. Weil die Sniper sehen ja das Dach. Wenn die sehen, hey, da fehlt ein Stück Zaun, dann, bin ich glatt meinen Kopf kürzer. Deswegen werden wir was versuchen. Die Zange ist... Ich hab die Zange kaputt gemacht. Ich hab die Zange kaputt gemacht. Naja, wir haben noch ein paar Stündchen Zeit. Komm, was soll's. Dann brauchen wir unser Klebeband, was ich so mühsam erklaut habe. Wir müssen auf jeden Fall noch eine Mauer herstellen. Und wenn das hier ganz nicht klappt, müssen wir noch Zäune herstellen. Und hast du nicht gesehen? Huh, das kann ja noch was werden. Ja, ist ja gut. Wieso komme ich da nicht rüber? Achso. Ja, ganz genau. Mit dem Schneider gehen wir rüber. Und was soll der Scheiß? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Alter, die Lichter, ne? Wir können uns jederzeit runterschwingen. Ich kann hier runter. Dann hier nicht runter. Dann brauchen wir hier den Schneider und dann ist gut. Also ich nehme an, wir können da runterspringen. Das Problem ist nur, wie geht's dann weiter? Ich bin zu was? Zu müde. Scheiße, Mann. Ist doch nicht dein Ernst. So kurz vorm Ziel. Wollen wir versuchen, uns reinzuschleichen? Da muss ich speichern, ne? Ich hab keine Energie. Wieso für. Ach so. Das Klettern verbraucht wahrscheinlich auch Energie, ne? Alter, ist ja gut. Haben wir eine Möglichkeit, uns aufzuladen? Yeah! Wir haben hier eine Gabel. Essen kann ich nicht braten. Essen kann ich es auch nicht. So ein Mist, ey. So ein Mist. Ich habe hier keine Möglichkeit, mich auszuruhen, ne? Oh Gott. Das heißt, theoretisch brauche ich nur noch ein Bett. Ein Boot. Ich brauche nur noch ein Boot. Und dann bin ich frei. Dann bin ich aber sowas von frei. Ich muss mich gar nicht buddeln. Ich muss nicht mal den fucking Strom ausstellen. Wie baut man ein fucking Boot? Ich benutze das Wort fucking zu oft. Ich google einfach mal ganz kurz. Wir haben ja die Zeit, Freunde. Alter. Ach Gott. So. WLAN ist aktiviert. Das Handy zickt hier rum. So. Escapists. Boot. Ich glaube, ich muss es auf Englisch schreiben.
Das ist auch, das ist nur eine Mod. Wie heißt das hier? Floß? Hieß das Floß? Weiß es nicht. So werden sie auf jeden Fall nie finden. Nein? Ach Mann, hier steht's noch. Ich weine gleich, Freunde. Oder? Escapist Crafting. Das ist eine gute Idee. Freunde, das war eine gute von euch. Eine gute Idee von euch. Gottverdammt. Ich glaube, es wird langsam spät hier. Und es wird langsam Tag. Das heißt, wir können gleich zurück. Boot. Ich will nur Boot sehen. Cool, was es alles gibt. Nice. Ach, Gitter macht man. Ach ja, Gitter macht man mit 3x Draht. Stimmt, das war's. Naja. Okay, es ist morgens und wir wurden nicht erwischt. Das ist gut. So, wenn wir beim Morgenappell sind, würde ich sagen, erstmal, wir machen hier ein kleines Päuschen. Wir sehen uns morgen wieder und ich werde im Anschluss noch eine Folge aufnehmen. Wir sehen uns morgen wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.